Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Hunter Primal. Ende der letzten Folge. Oder was heißt Ende? Eigentlich habe ich, glaube ich, die Hälfte der letzten Folge damit verbracht, hier einen Triceratops zu jagen, der dann schlussendlich, ich weiß nicht, ist er hier runtergefallen, hier oben verendet, dann hier runtergefallen. Mit Ruhm habe ich mich nicht bekleckert, da habe ich einen Schuss, hier habe ich einen Schuss, da ich 9 Schuss gebraucht habe, um den Kameraden zu erlegen. Also, wie gesagt, nicht sehr ruhmreich. Aber wir wollen ja auch uns etwas hochleveln, oder ich möchte mich jedenfalls etwas hochleveln. Natürlich könnten wir uns auch ein Fernglas, wenn wir gefunden haben, nur auf die Lauer legen und die Kameraden beobachten. Wäre mit Sicherheit auch schön. Oh, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir probieren jetzt das aus. Ich habe doch in der letzten Folge auch erzählt, dass wenn wir uns weiter als 300 Meter von dieser Basis oder von der Basis entfernen und länger wie 2 Minuten weg sind, dass dann die Kisten neu spawnen und neu gefüllt werden. Das probieren wir jetzt aus. Ich laufe nochmal da hoch und check das aus, ob das auch so ist. Ich glaube, oder was heißt, ich weiß, dass es so ist, sehr wahrscheinlich, weil es war schon in der letzten Folge eine neue Kiste da, die war sogar an einem anderen Platz gestanden. Ich bin gerade froh, ich will es jetzt nicht verschreien, aber ihr wisst, was ich meine. Schau mal, wie kalt der Himmel ausschaut. Ich bin gerade froh, dass wir keinen Besuch von oben haben, der uns hier permanent auf den Senkel gehen würde. Ich höre schon wieder irgendwo entfernt das Getrappel eines Triceratops. Ich hoffe weiter, dass wir hier oben, wenn wir jetzt wieder hochgehen, Munition finden. Massenhaft Munition für unsere. Jetzt sind wir wieder soweit. Total flache Steine hier am Ansatz. Und man kann nicht hoch. Und auf andere, die sind dann wieder deutlich höher, kann man einfach so rauflatschen. Damit kommen wir nicht so ganz klar, aber manchmal ist es halt so. Da oben taucht schon die Spitze der Aussichtsplattform auf. Nach wie vor würde ich gerne da hoch können. Ich nehme jetzt gerade mal ein paar Folgen ein paar Videos in Folge auf. Deshalb sind auch immer noch unser Uralt-Todespunkt von vor, keine Ahnung, 3 Folgen da auf der Karte. Weil ich mich zwischenzeitlich noch nicht ausgelockt habe. Also, immer schön nach oben. Wo ist er? Ich höre hier eindeutig wieder so einen Triceratops. Eigentlich rechts von uns hier. Ich schaue mal hier ein bisschen über die Kante. Weiblich. Man muss doch auch für eine bestimmte Errungenschaft einen Triceratops
mit einem bestimmten Gewicht so einen Riesenkamerad irgendwie erlegen. Muss der nicht auch weiblich sein? Kiste? Kiste, wo bist du? Da? Okay, gleiche Stelle wie das letzte Mal eine Kiste war, nur. Wo war die das letzte Mal? Ich nehme mal meine Hand damit. Da müsste noch eine zweite sein. Da ist noch einer. Ja, keine Anzeige. Schade. Akistal. Ein Horn und eine Brille. Danke für Danke fürs Gespräch. So. Ach komm, wir gehen mal darüber. Vielleicht kriege ich noch einen von den Kameraden. Vor einigen Folgen haben wir ja mal relativ viele Velociraptoren mit der Machete erlegt. Jetzt haben wir schon drei von den Triceratops-Kameraden hier. Ja, das ist die Front. Die Front ist schlecht. Wenn, dann muss ich seitlich kommen. So. Sollen wir mal die 700er nehmen für den Anfang. Gerne. Muss ich eigentlich noch viel näher hin? Kann ich aufstehen und weglaufen? Bitte. Wenn ich wüsste, wo er ist. Ich laufe mal ein bisschen im Kreis. Ich habe Angst. Da oben. Das Sprinten ist sehr eingeschränkt nur möglich. Wir müssten kurz stehen bleiben und uns erholen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, hier ist auch, dass ich womöglich nicht zweimal den gleichen habe, sondern weil hier mehrere sind, dass ich zweimal auf einen zweiten Kameraden anlege. Boah, wie geil die es ausschaut mit der Sonne. Ich gehe jetzt aber trotzdem mal hier hoch. Ich habe es einfach mal vermutet, dass der in die Richtung gerannt ist. Aber ich weiß leider nicht was. Da hinten ist ein Regenbogen.
nämlich aus dieser Richtung hier irgendwo. Einen Triceratops. Das ist nicht der. Ich glaube das nicht, dass das unsere ist. Dumm, dass es jetzt schon wieder etwas dunkler wird. Die Zeit würde ich für euch immer gerne überspringen. Mist. Vielleicht muss ich irgendwo... Wo habe ich denn den angeschossen? Ungefähr. War das hier? War das der da? Männlich, flüchtig. Ich habe gar nicht geguckt, ob der weiblich oder männlich war. Flüchtend, ja, flüchtend könnte gut sein. Flüchtend, der ist geflüchtet. Blutspur wäre gut. Dann wären wir uns ganz sicher. So sind wir uns nur halb sicher. Das ist es nicht. Das ist nicht ausgefüllt. Spur bitte. Das wäre nicht ganz verkehrt. Allerdings. Mal so ein bisschen hin und her in diesem Korridor. In der Hoffnung, hier was finden zu können. Ob sich hier irgendwo so ein Halbkreis auftut. Was irgendwie momentan nicht der Fall ist. Ich finde das so geil, wenn diese Sonne hier so reinkommt. Diese Abendrotstimmung. Richtig nice. Ich muss mal ganz kurz, ich habe für die Knarre ja keine Munition. Folgedessen können wir doch mal tauschen. Genau, ich wollte gerade sagen, mal laden und wir schauen weiter. Wenn wir jetzt hier schon keine Spur finden, laufe ich wenigstens mal zu der Kiste. Die hier irgendwo sein müsste. Hier, mitten zwischen diesen okay, dann haben wir hier ein bisschen Munition wieder für klar, da kann ich nur eine mitnehmen, eine muss ich da lassen, nicht so tragisch. Dann lade ich mal die Knarre. Da hauen wir alle drei gleich rein ins Magazin. Fünf würden reinpassen. Okay, und dann schauen wir mal weiter. Leider haben wir unser angeschossenes Tier noch nicht orten können. Oder die Spur nicht aufnehmen können. Ich habe ihn verloren irgendwie. Ich laufe mal wieder zurück. Eigentlich, wieso laufe ich immer zurück? Ich latsche einfach mal hier hoch. Huh?
Wie wäre denn das? Wir machen mal was, ganz was Vogelwildes. Wir laufen hier hoch. Ja, da haben wir doch Spaß. Mann, 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 hier geht's aber steil hoch. Ach, das ist das Krönchen, was da wieder auftaucht auf unserem Settlement. Da in front ahead sind wir schon mal verreckt. Kommt vor, kommt in den besten Familien vor. Man stirbt nur einmal. Ist nicht ganz richtig, diese Aussage. Wir sterben durchaus mehrfach. Wir crouchen hier total unauffällig durchs Waldgebiet. Wieso halte ich eigentlich jetzt auf diesen Todespunkt zu? Ich bilde mir ein, das war nicht ganz ungefährlich damals. War hier nämlich ein Utahraptor unterwegs, der mich so gehindert hat, dass ich meine Machete gar nicht richtig nutzen konnte. Ich wollte mir mal ausweichen und mal eine verpassen. Und ich sag noch gerade, ich mache mal die große Karte auf. Ich würde ganz gerne mal sehen, wo ich überhaupt bin. Da oben haben wir ein Kartenfragment. Das ist weit weg. Hier unten haben wir nichts momentan. Also wir könnten... Oh, jetzt habe ich einen Punkt gesetzt. Das wollte ich eigentlich nicht. Wir könnten entweder, ich glaube hier, ist doch, wo ist denn der See? Ist hier nicht irgendwo so eine Art See oder was das da ist? Ne, da ist ein Fluss oder so, also wir könnten hierher latschen. Ich zeige es euch mal, da ist ein, aber es wäre rechts von uns. Oder sollen wir umdrehen und in eine ganz andere Richtung gehen? Wisst ihr was, wir machen es anders. Ich drehe um. Ich drehe um. Ich gehe wieder zurück. Ich gehe vorbei an dem... Ich habe eine neue Idee. Ich gehe vorbei an dem Kronendingiwingi. Wir schauen, ob die Kisten nochmal neu gefüllt sind. Und dann gehen wir mal Richtung Vulkan. Ich persönlich würde ganz gerne mal irgendwie so einen Quetzalcoatlus da jagen. Bislang haben die immer mich gejagt. Ich würde gern den Spieß mal umdrehen. Das ist jetzt der neue Plan. Und Kistchen. Ach nee, das ist die Station schon. Vielleicht latschen wir ja zufällig unseren Triceratops über den Weg. Da können wir mal gucken, ob wir vielleicht den noch bejagen können. Ich halte jetzt jedenfalls mal direkt auf diese Basis hier zu. Ach, schau her. Haben wir es doch schon. Und ich laufe mal schneller. Das mache ich diese Folge noch, bevor ich dann wieder die Folge beende und wir ein Päuschen einlegen.
Ist ja nur eine Kiste. Getauscht worden, während wir während unserer Abwesenheit. Scheint so. Hier ist sie. Ich kann das nicht. Ich nehme das trotzdem. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Munition wir noch tragen können. 10 Stücke, 13 müssen wir da lassen. Was mit dem Hut eigentlich? Die Kappe hat. Na komm, jetzt da. 1. Oh oh. Ach, der Hut, der ist ja geil. Der hat 5. Ja, da hat man schnell getauscht. So. Wunderbar. Ich habe doch hier jetzt gerade einen Utahraptor gehört. Aber ich würde sagen, um diesen Kameraden kümmern wir uns in der nächsten Folge. Hoffe ich. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen wieder. Und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Eddie.